Der gewalttätige Angriff auf den Bremer AfD-Landeschef und Bundestagsabgeordneten Frank Magnitz ist über alle politischen Lager hinweg scharf verurteilt worden. Die Polizei vermutet ein politisches Motiv. Der Staatsschutz ermittelt inzwischen wegen eines versuchten Tötungsdeliktes. Unbekannte hatten Magnitz gestern Abend in Bremen angegriffen und schwer verletzt. Die AfD-Spitze macht Politiker und Medien mitverantwortlich für die Attacke. Kriminaltechniker sichern am Mittag die Spuren im Bremer Steintorviertel. Gestern gegen 17.20 Uhr hatten mindestens drei maskierte Männer mit einem Gegenstand auf den AfD-Vorsitzenden Frank Magnitz eingeschlagen und ihn schwer am Kopf verletzt. Ein entsprechendes Foto postet die Bremer AfD noch am Abend auf ihrer Facebook-Seite. Reaktionen auch von der Bundespartei. Wenn man eine Partei ausgrenzt, die demokratisch gewählt ist, dann entstehen Schlägerbanden, die den Versuch machen, sozusagen gewaltsam das durchzusetzen, was sonst nur sprachlich durchgesetzt wird. Ein Anschlag auf die AfD ereignete sich bereits am 3. Januar. Im Bürgerbüro in Döbeln war ein Sprengsatz detoniert. Die Staatsanwaltschaft in Bremen ermittelt in alle Richtungen. Im Hinblick auf die politischen Aktivitäten des Geschädigten wird man einen politischen Hintergrund sicherlich nicht ausschließen können. Aber im Rahmen der Ermittlungstätigkeit zur Aufklärung dieser Tat wird man in jede Richtung ermitteln müssen. Nach der Tat im Bremer Steintorviertel hat Bundespräsident Steinmeier Frank Magnitz einen Brief geschrieben. Jede Form der Gewalt gegen Mandatsträger ist ein Angriff auf unseren Rechtsstaat. Dem müssen wir uns geeint und entschlossen entgegenstellen. In Bremen ermitteln jetzt eine Sonderkommission und der Staatsschutz.